Reiten Sie bitte auf das Hauptgeläuf. Bitte eindrehen. Eins, zwei, ab! Das dritte Rennen, das Ursula-Monn-Rennen, unser Trabreiten ist gestartet. Lapp im Bett kommt nicht glatt in die Partie, genauso wie Lotte, oder ist das Edith M? Das ist die Frage. Und die Nummer 2 und 7 des Rot. 2 und 7. Es war Lotte. Rot. Also Lappenbett und Lotte sind nicht von der Partie gekommen. Chelsea Norton aber dafür ist sehr gut in die Partie gekommen, hat das Kommando. In der zweiten Position ist hier Sweet Fly. Dann kommt aus dem zweiten Band schon Shanghai in dritter Spur. Dann Maximus. In der Mitte ist Niakomo. Und das fällt jetzt im ersten Bogen. Chelsea Norton ist an der Spitze und führt. In der zweiten Position Sweet Fly, dann in dritter Spur Shanghai unterwegs. Das fällt jetzt nun vor den Tribünen. Und Chelsea Norton ist weiterhin an der Spitze und führt. Dahinter Sweet Fly, außen Shanghai, dann Maximus Niakomo. Vor den Tribünen drückt nun Shanghai auf das Tempo. Chelsea Norton innen und außen Shanghai. Dann Sweet Fly, Niakomo, Maximus, dann Edith M. und Hövings Old Devil. Es geht gleich hinein in den Trotto.de-Bogen und Chelsea Norton ist weiterhin an der Spitze, außen Shanghai, dann Sweet Fly, Niakomo, an der Innenkante Maximus, also ist das Pferd jetzt im Trotto.de-Bogen unter dem Kommando weiterhin von Chelsea Norton. Chelsea Norton, außen Shanghai, dahinter Sweet Fly, Niakomo, dann kommt außen Edith M. Maximus hat etwas abreißen lassen und am Ende des Feldes Hövings Old Devil. Es geht nun auf die Überseite. Shanghai fällt hier zurück. Dafür kommt Sweet Fly in zweiter Position sehr gut auf. Mitte gegenüber Chelsea Norton marschiert. Zwei Längen vor Sweet Fly, dann Niakomo. Und Chelsea Norton macht vorne weiter. Dampf löst sich jetzt von Sweet Fly auf 4, 5 Längen. Dahinter Sweet Fly, dann Niakomo und Edith M. Und jetzt geht es in den Schlussbogen auf 500 Meter bis zum Ziel und Chelsea Norton macht hier weiter. Dampf liegt mit 5, 6 Längen an der Spitze vor Sweet Fly. Dann Niakomo, der noch einmal nachsetzt und in dritter Spur kommt Edith M. Schlussbogen, Chelsea Norton weiter mit komfortablem Vorsprung. Liegt hier mit 5, 6 Längen an der Spitze. Dahinter ist in zweiter Position nun Niakomo, dann Edith M. und innen Sweet Fly. Es geht um die letzte Ecke. Chelsea Norton mit komfortablem Vorsprung, dahinter Niakomo und Edith M. sowie Sweet Fly. In der Distanz ist Chelsea Norton aber hoch überlegen, Niakomo zweites Pferd und außen Edith M. Chelsea Norton gewinnt, dahinter Niakomo, dritter wird Edith M. und dann Sweet Fly, fünfter übrigens Old Devil. Letzte Position in dem Sinne in der Reihenfolge. Als Sechster Maximus. Sieger im dritten Rennen, Siegerin im dritten Rennen, Ursula Monn-Rennen, das siegte die 3, Chelsea Norton mit Josephine Schiller. Zweiter die 8, Niakomo Ronja Walter, dritter wird die 9, Edith M. Sarah Kube. 3, 8, 9 ist einer. Vierter wird die 4, Sweet Fly.